Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man ein Kleeblatt malt. Dazu braucht ihr einen Bleistift und der ziemlich gespitzt ist und ein paar Buntstifte oder Filzstifte. Ich mache jetzt mit Filzstiften weiter. Und ja, ich mache so immer erst die Blüte, also das Blatt. Am Anfang kriege ich leicht auf und dann mache ich alles nochmal fest nach. So, nochmal fest nachziehen. So. Am besten, dann mache ich es einfach nochmal so. Das dritte Kleeblatt ist fertig. Jetzt kommt das vierte Kleeblatt. Wie gesagt, zuerst leicht und das dann erst wirklich ein bisschen fester. Und wenn ihr einen kleinen Fehler habt, könnt ihr es natürlich ausradieren. Hier zum Beispiel habe ich ein bisschen rausgemalt und es sieht schon nicht mehr schön aus, wenn man ein klein bisschen rausgemalt hat, weil ich möchte das einfach nicht wirklich rausgemalt hat und man sieht es einfach so arg, also meins hat man es jetzt nicht so arg gesehen, aber ich möchte das einfach nicht und deswegen radiere ich es immer aus. Hier habe ich auch ein klein wenig rausgemalt. Ich möchte das einfach nicht. Also radiere ich es wieder aus. Wenn ich jetzt einen kleinen Fehler habe, was man fast gar nicht sieht, ist es auch egal. Den meisten ist es egal. So. Naja. So. Dann male ich hier noch so einen kleinen Stängel. So. Und ich male immer noch zwei Augen, eine Nase, einen Mund. Eine kleine Nase und einen Mund. Fertig ist mein kleiner Kleeblatt. Ich habe es am Anfang so gemacht. Ich habe hier eine kleine Blüte gemacht und hier eine kleine Blüte gemacht. Hier fahre ich ein bisschen rein mit dem Bleistift und hier genau dasselbe. Hier fahre ich auch ein bisschen rein. Hier habe ich eine Blüte gemacht und hier habe ich eine Blüte gemacht und da bin ich auch reingefahren. Dann habe ich hier einen Stängel runter gemacht. Dann habe ich zwei coole Augen gemacht. Ein größeres, ein kleineres, da auch ein cooler Auge, ein größeres, ein kleineres. Eine Nase, einen halben Mund und hier auf der Seite auch einen halben Mund. Und hier können wir ihn jetzt anmalen. Ich nehme hellgrün und dunkelgrün. Dunkelgrün mache ich den Stängel. Hellgrün die Oberfläche.
Man kann verschiedene Motive machen. Man muss nicht alle vier Ecken gleich machen. Dieses Kleeblatt ist noch ziemlich jung. Sonst wäre es nicht hellgrün. Wenn jetzt zum Beispiel ein Stift nicht gut geht, dann müsst ihr ihn einfach kurz mal da in Stöppel drin lassen. Meiner geht jetzt gut. Aber dann müsst ihr halt kurz in Stöpsel drin lassen, mal schütteln. Manchmal geht das halt einfach. Und ein paar Sekunden lasst ihr ihn einfach bisschen durchgedreht und dann könnt ihr schon wieder leicht weitermalen und das könnt ihr einfach öfter machen, aber dieser Stift hier geht perfekt gut, weil es hilft auch wirklich. So, zwei Ecken noch. Manchmal färbt sich das vom Auge oder vom Blei ein bisschen ab mit dem Filzstift. Aber das macht nichts, ihr könnt das wieder auch wegradieren. So, eine Ecke noch. So, jetzt habe ich alle Ecken immer fertig und alles das, ne? Und hier sind auch die Kulleraugen und das andere Kulleauge. Das könnt ihr auch natürlich verschieden machen. Welche Farbe nehme ich? Blau. Und das Äußere mache ich schwarz. Damit ist mein Kleeblatt in Topform. Wenn es so coole Augen hat, sieht es auch wirklich süß aus. So, die Nase kann ich rosa machen, wenn ich will. Rosa sieht süß aus, dein Kleeblättchen. So. Und rosa mache ich hier die Nase. So. Und fertig ist mein Kleeblatt. Ich hoffe, das Kleeblatt gefällt euch und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Kleeblatt super gefällt. Mir gefällt es nicht so toll. Ich habe schon mal besseres hin. Aber trotzdem. Tschüss.